Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu Teil 2 unserer NFC-Reihe zum Hacken und Kopieren von NFC-Karten. Wir wollen ja am Beispiel der MyFair Classic-Karte verschiedene Angriffsformen durchprobieren und vorstellen und erklären. Und in diesem zweiten Teil der Reihe, falls ihr Teil 1 nicht gesehen habt, hier oben habt ihr nochmal den Link dazu, werden wir uns mit der einfachsten Art vom Angriff, und zwar dem Wörterbuchangriff, mit Hilfe vom Flipper Zero beschäftigen. Bleibt dran, gleich nach dem Intro geht's sofort los. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, übelst die Bild. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird Cyber-Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto wie Unity, das ist unser Spiel. Lass uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, wie versprochen, werden wir uns heute anhand dem Flipper Zero und dieser Testkarte, die ich hier mitgebracht habe, damit beschäftigen, wie die allereinfachste Art vom Angriff auf MyFair Classic-Karten funktioniert. Der Flipper bietet ab Werk eine sehr umfangreiche Passwortliste, mit deren Hilfe der Schlüssel A und Schlüssel B von den verschiedenen Sektoren erraten werden kann. Wir haben dabei die klassischen Fabrikschlüssel dabei, wie alles F, was ich ja im ersten Video bereits erklärt habe, aber auch gängige Schlüssel, die sehr oft in sehr weit verbreiteten Systemen eingesetzt werden. Dadurch hat man schon mal eine relativ große Chance, dass ein Schlüssel dabei ist, der die Karte zum Teil, wenn nicht sogar komplett, schon entsperren kann. Viele Schlüssel hier werden durch die Community immer weiter fortgeführt und gepflegt. Ich selber habe auch schon Schlüssel dazu beigetragen. Wenn man im Software Repository von Proxmark 3 schaut, werden dort zum Beispiel auch Schlüssel gespeichert und gesammelt, die mit dem Proxmark 3 ausgelesen worden haben. Der Proxmark 3 ist ja nochmal ein kleines separates Thema in dieser Reihe, den wir eher gegen Ende mit in der Reihe dabei haben. Zwischendrin werden wir ihn aber trotzdem begegnen. Er wird uns da auch mal einen Türleser emulieren. Dazu werden wir unter anderem den Proxmark 3 nutzen, weil ich jetzt auch hier keinen Türleser irgendwo rumliegen habe. Ja, wir werden uns das Ganze jetzt mal anhand von einem einfachen Lesevorgang mit dem Flipper Zero anschauen und gehen mal Schritt für Schritt durch, was dabei passiert. Ja, ich habe jetzt hier meinen Flipper dabei, ich wecke ihn mal auf und ich gehe in das NFC-Menü. Im NFC-Menü kann ich eigentlich nicht wirklich viel falsch machen, es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, Karten zu lesen oder bereits gespeicherte Karten zu öffnen, um sie dann zu emulieren. MFC-Keys extrahieren ist eben ein Thema für die weiteren Videos, da kommen wir noch dann drauf. Und ich kann jetzt hier auch theoretisch eine MyFair Classic-Karte manuell hinzufügen, wenn ich zum Beispiel schon im Besitz der UID bin. Indem ich auf Lesen gehe, starte ich den Lesevorgang und ich halte jetzt den Flipper einfach auf die Karte. Er beginnt daraufhin erstmal zu erkennen, was für eine Karte vor ihm liegt. Er hat hier erkannt, dass eine MyFair Classic Karte ist und er hat in einem relativ schnellen Angriffsszenario bereits alle 32 Schlüssel gefunden und somit alle 16 Sektoren entsperrt. An der Stelle jetzt nochmal der Schwenk zurück. Zum ersten Video habe ich euch ja erklärt, wie die Karte aufgebaut ist und wir haben hier, finden wir diese 16 Sektoren, das sind die von 0 bis 15 durchnummeriert, 16 Stück somit an der Zahl. Und wir haben 32 Keys. 32 Keys sind je Sektor, je 16 Sektoren, einmal der A-Schlüssel und der B-Schlüssel. Das sind 2x16, also insgesamt 32 Schlüssel. Somit wissen wir, dass der Kartencode komplett ausgelesen werden konnte, weil wir mit jedem Schlüssel jeden Block auch lesen konnten. Wir können das Ganze mal testen. Ich gehe mal bei More rein. Ich spare mir das Ganze jetzt zu speichern oder zu emulieren. Ich gehe einfach auf Info, nochmal rechts auf More und
da sehen wir im Prinzip jetzt die ganzen Blockdaten, die aus der Karte entsprechend ausgelesen worden sind. Ich springe jetzt einmal bis ganz runter. Das sind quasi die kompletten 1024 Byte. Genau. Die UID ist an der Stelle die 4 Byte lange UID. Wir merken es uns jetzt mal kurz. Die geht mit 2D los und endet mit 42. Und da haben wir es auch, wenn wir das hier auch mit der Darstellung vergleichen, hier mit 2D und 42 ist im Prinzip hier die ersten 1, 2, 3, 4 Byte von den Kartendaten. Etwas schwieriger ist es jetzt, wenn wir anhand vom Wörterbuch den Angriff starten und feststellen, dass wir nicht alle 32 Schlüssel im Wörterbuch drin haben und somit nicht alle Kartendaten auslesen können. Für diesen Fall müssen wir auf andere Angriffsformen ausweichen und im nächsten Video werden wir dazu den Nested-Angriff durchführen. Was der Nested-Angriff ist, wie gesagt, im nächsten Video gehen wir näher darauf ein. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf die Besonderheiten der Wörterbücher beim Flipper Zero eingehen, gerade dass ihr das auch nochmal gehört habt. Dazu schauen wir nochmal auf den Flipper selber drauf und beim Flipper gehen wir dazu. Ich nutze hier die Flipper Mobile App dazu in den File Manager. Und im File Manager gehen wir in das Verzeichnis NFC. Unter NFC gibt es nochmal ein Unterverzeichnis und zwar ist das das Assets-Verzeichnis. Im NFC-Assets-Verzeichnis findet ihr alle wichtigen Daten, die der Flipper beim NFC-Angriff benötigt. Und zwar haben wir hier das bereits angesprochene Classic Dictionary. Das ist das Dictionary, was ab Werk dabei ist. Wir laden das Ganze mal und in diesem Dictionary finden wir auch den Hinweis, dass dieses nicht durch euch verändert werden soll, weil bei Firmware-Updates wird das Firmenwerks-Dictionary, nenne ich es jetzt mal, überschrieben, im schlechtesten Fall. Es wird zwar normalerweise nicht überschrieben, es sei denn, es kommen jetzt große Mengen neue Schlüssel mit dazu, aber da die Finger weg. Wenn es ihr individuelle Schlüssel durch Angriffe ermittelt, tut der Flipper sie selber hinzufügen oder ihr könnt sie auch manuell hinzufügen, aber das bitte dann in diesem Dictionary. Das ist nämlich das Dictionary mit dem Zusatz User. Wenn ich da reingehe, da finde ich dann keine Hinweise und dieses Dictionary, wenn es dann mal geladen hat, jetzt hat es geladen, ist schon sehr umfassend und sehr lang. Bei mir hat das damit zu tun, dass ich nicht die Original Flipper Firmware nutze, sondern die Momentum Firmware. Da werden schon durch die Custom Firmware auch eine Reihe nochmal zusätzliche aus der Sicherheitscommunity ermittelte Sicherheitsschlüssel, die auf MyFair Classic Karten gefunden worden sind, abgelegt und somit haben wir hier nochmal eine größere Menge an Schlüsseln, die wir für den Wörterbuchangriff ausprobieren können. An dieser Stelle könnte ich jetzt auch hier direkt in der App hergehen, einfach reinklicken und ich könnte dann hier einen neuen Schlüssel mit hinzufügen, zum Beispiel ALSF ist jetzt ein bisschen sinnlos, weil das ist ja der Standard-Fabrikschlüssel, der bei MyFair Classic Karten genutzt wird und wenn ich das Ganze speichere, ich klicke jetzt mal nicht drauf, weil, wie gesagt, ist jetzt nur als Beispiel zum Sehen, das ist relativ sinnlos, diese Eingabe hier. Dann hätte ich diesen Schlüssel mit hinzugefügt, sodass ich zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Token habe, die ich vielleicht mit nach Hause nehme, extra hier auf die Schlüssel komme, dann kann ich mich vorbereiten, dass, wenn ich das nächste Mal vor Ort bin, beim Audit oder bei der Sicherheitsüberprüfung, diesen Schlüssel gleich im Flipper habe und er automatisiert ohne größeres Zutun dann die Karte auslesen kann, sodass ich mir hier direkt dann schnell die Kartenkopie erstellen kann. Wechsle jetzt nochmal zum Bildschirm und
was jetzt eben, nachdem wir die Karte komplett ausgelesen haben, was wahrscheinlich auch schon die meisten von euch wissen, ist halt einfach, dass ich das Ganze emulieren kann, indem ich auf Emulating gehe. Und dann ist die Karte, so wie sie ausgelesen worden ist, jetzt virtuell auf diesem Flipper aktiv. Wenn ich den jetzt an das Kartenlesegerät halte, dann ist es 1:1 wie die Karte, die ich davor ausgelesen habe. Mit dieser kurzen Praxisdemo zum Wörterbuchangriff möchte ich dieses Video beenden. Im nächsten Video schauen wir uns, wie gesagt, den Fall an, wenn der Wörterbuchangriff fehlschlägt und wir einen anderen Weg finden, um diese Schlüssel zu errechnen. In diesem Sinne danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Video, wenn es heißt Alternative zum Wörterbuchangriff. Macht's es gut!